Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Partner, Beziehungscoach, Schlussphilologe und das ist unser Videoblog von den Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir eine Variation des Friends to Lovers. Es gibt ja immer so bestimmte, wie soll ich mal sagen, Helden- oder Lover-Stories, die uns immer wieder faszinieren, zum Beispiel jemand aus irgendwas zu erretten, also der Mann errettet die Frau oder Freunde werden zu Liebhabern oder Feinde werden zu Liebhabern. Ja, heute haben wir in einer E-Mail immer wieder dieses Friends to Lovers Frage, kann das gehen? Genau, falls sagen wir in Köln haben wir bald so ein kurzes Bootcamp, einen Tag, wenn euch dafür interessiert oder eine Veranstaltung, da findet ihr auch die jüdische Party in München. Und ansonsten gibt es den Wutkurs noch vergünstigt bis, nur noch 4 Tage, okay, Frühbucherpreis. Gut, hallo Christian, Zuschauerin, vielen Dank für deine großartige Arbeit. Ich, Ende 30, melde mich an der Frage bezüglich aus der Friendzone kommen mit einem Mann, Anfang 40, mit dem ich schon seit 10 Jahren befreundet bin. Wir hatten anfangs für ein Jahr in einer Zweier-WG gelebt. Das romantisch Partnerschaftliche, was ich damals anbahnte, verflog schnell wieder, weil ich damals offen poly unterwegs war und das auch klar kommunizierte und er das nicht wollte. Alles gut. Wir konnten allerdings sehr gut in eine saubere Freundschaft übergehen, haben uns seitdem durch unsere Höhen und Tiefen begleitet, hatten auch mal ein paar Jahre weniger bis kaum Kontakt, als ich in einer anderen Stadt lebte. Und natürlich hat allerhand Beziehungserfahrungen dazwischen. Die 2 letzten Jahre haben wir nun wieder in der gleichen Stadt gelebt und quasi auch zeitgleich eine Beziehung, in der wir beide eher im Minuspol waren, mit On-Off-Tendenzen. Vermute, also jetzt nicht miteinander, gehe ich mal von aus. Wir gaben uns ein offenes Ohr und reflektierten gemeinsam über unsere Muster mit viel Respekt, Verständnis für die jeweiligen Partner, die wir aber auch nicht persönlich kannten, die aber von unserer Freundschaft und den Treffen wussten. Wir trennten uns fast zeitgleich im Herbst 23. Er war parallel dazu in einem Loslassprozess in seinem Unternehmen. Nimmt sich jetzt erstmal eine Auszeit, will sich mehr seiner inneren Arbeit widmen und reisen. Ich bin gerade davor, mein erstes Online-Business zu launchen und konzentriere mich darauf. Ja, spannend. Gemeinsam haben wir uns mal wieder auf einen Kaffee getroffen, als er auf der Durchreise unserer Stadt war. Ich habe 0 Kontakt mit meinem Ex. Seine Ex meldet sich vor 3 Wochen wieder, wie er mir gestern berichtete. Sie wollten nochmal schauen, wie es für sie weitergehen kann. Auch wenn sie gerade in Land X lebt und er ja reisen will, zurzeit keinen festen Ort will. Ja, auf jeden Fall scheint ja ganz gut so in seiner Mission zu sein, sag ich mal. Dies erstmal als Kontext, wo wir stehen. Seit dem Frühjahr bemerke ich, wie er für mich als potenzieller Partner immer interessanter wird. Die tiefe Vertrautheit zwischen uns, unser respektvoller, wertschätzender Umgang miteinander, seine Werte und Qualitäten, seine Verlässlichkeit mir gegenüber. Ich finde, dass wir eine sehr bindungssichere Freundschaft aufgebaut haben. In letzter Zeit finde ich ihn auch immer attraktiver, auch äußerlich, was ich, während ich mit anderen Männern war, gar nicht so empfand. Und es gibt bei unseren Treffen auch, seitdem wir wieder Single sind, immer einen Hauch von flirty Energie, die wir aber beide noch nicht weiter benannt und besprochen haben. Wir umarmen uns regelmäßig zum Hallo und Tschüss, was wir auch schon immer so gemacht haben. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, mit ihm Kinder zu haben. Ja, jetzt gehen wir nicht gleich wieder in den Fantasiemodus hier. Das ist immer wichtig, ne? Eins nach dem anderen. Was mir auch immer noch offen steht, seit einer Zeit überlege ich, wie und ob ich das, was ich jetzt zwischen uns wahrnehme, mit ihm ansprechen will, beziehungsweise was jetzt ein angemessenes Vorgehen wäre, auch in Anbetracht der Polarität. Ja. Also jetzt habt ihr natürlich schon, also ich meine, natürlich könnt ihr euch daten, also ich meine, auch er, auch wenn es die Ex jetzt gemeldet hat, ich meine, faktisch ist er ja jetzt Single, habe ich jetzt so verstanden. Und ich glaube jetzt, wenn Mann, also die meisten Männer sind ja grundsätzlich, wenn die mit einer Frau lange befreundet sind, also abstrakt interessiert an dieser Frau, also ich glaube für die meisten Männer ist es so, oder in den meisten Situationen, dass, wenn sie sich super gut verstehen mit einer Frau, dass sie auch was mit ihr vorstellen können. So. Also was genau, müsste man natürlich dann gucken, aber theoretisch, ja. Nur wenn man jetzt, man weiß natürlich, beziehungsweise jedermann geht davon aus, wenn du jahrelang befreundet bist, dass das für die Frau durch ist. Ne? Also da wird jetzt kein Mann drauf kommen,
Na, die bagger ich, also der kein Mann stimmt jetzt nicht, aber ich glaube, ich ist sehr ein weiter Weg für einen Mann drauf zu kommen. Nee, die bagger ich jetzt aber nach 10 Jahren bagger ich sie jetzt mal an. Ne? Vorher wollte sie aber nicht, aber jetzt bagger ich sie mal an. Das wird nicht passieren, von daher kannst du da Polarität und jetzt drauf warten, dass der Mann den ersten Schritt macht. Weiß nicht, das ist vielleicht in dem Fall vielleicht wirklich schwierig, ne? Ja. Innerlich warte ich eben drauf, dass er den ersten Schritt macht und fühle mich eher schüchtern, unsicher. Und gleichzeitig ist er nicht wahrscheinlich keine eindeutigen Signale. Beziehungsweise er ist noch auf dem Stand, dass ich eh nicht an ihm interessiert bin. Naja, wie auch immer, es ist ja durchaus weibliche Polarität, so auf sich aufmerksam zu machen, ne? Und zu flirten. Und also natürlich kannst du, das wäre jetzt voll in der Polarität, wenn du deine Signale verstärkst sozusagen oder sagst, boah, das ist ja echt voll flirty hier. Also so ein bisschen, er würde schon irgendwas einfallen. Das ist ja, was ich immer empfehle, aber für Frauen, also die Signale deutlich verstärken, weil Männer sind da manchmal echt total blöd und bescheuert und raffen es einfach nicht. Und da könnte er ja theoretisch, ich meine, den allerersten Schritt macht ja eigentlich sowieso die Frau, weil die sozusagen auswählt. Aber ich weiß schon, was du meinst mit dem ersten Schritt, dass er dich vielleicht mal küsst oder dich berührt oder so. Das kann er dann immer noch als erstes machen. Aber das ist natürlich jetzt so ein Sonderfall, wenn das jetzt alles nichts fruchtet und ihr so eine gute Ebene hat, warum das nicht ansprechen, ne? Finde ich total in Ordnung. Vielleicht kommt einem da so ein bisschen nüchtern rüber. Vielleicht ist das dann nicht so mysterious genug oder so, keine Ahnung. Aber ihr könntet auf jeden Fall, könntest du irgendwie mal sagen, wenn es so gar nichts fruchtet, Mensch, wollen nicht mal auf ein Date gehen, also spätestens dann solltest du da oben mal Klick machen, ihr seid ja auch sonst nicht auf den Mund gefallen, so. Ja. In letzter Zeit, das hatten wir schon, warte mal. Gleichzeitig hatten wir auch, so, seit, und er ist ja auch zudem erstmal unterwegs und meinte auch schon, dass wir uns wahrscheinlich länger nicht sehen werden. Voraussichtlich bis September. Ja, also ich meine, da muss man sich schon überlegen, ist ja mal die Frage, warum jetzt, ne? Ist das irgendwie, vielleicht ist er wirklich interessanter geworden, auch durch seine Männer werden ja auch interessanter, wenn sie, hat jetzt sein Unternehmen verkauft, wenn sie so voll in ihrer Mission sind und jetzt geht er reisen und auch so, ist ja auch interessant irgendwie, ne? Absolut. Aber das muss ja auch irgendwie, also du willst jetzt nicht mit ihm so eine, soll ich mal sagen, so eine flirty Brieffreundschaft anfangen, so dass er da im Ausland nichts anfangen kann, weil er immer denkt, ist da jetzt was oder nicht. Und trotzdem ist irgendwie nichts klar so, ne? Also das wäre, glaube ich, auch blöd. Also, aber wenn du das Gefühl hast, ist ja alles nichts falsch, also wenn du das Gefühl hast, das ist dir wichtig, dann sprich's an, bevor er geht quasi, dann kann er sich ja dazu stellen, wie er will, so. Und ich hätte jetzt aber auch keine Erwartungen, außer vielleicht Befürchtungen, das kann natürlich sich negativ auf eure Freundschaft auswirken, aber ich finde auch, da kann man sich ruhig mal was trauen, ne? Das ist, auch mal ein bisschen ins Risiko gehen, also romantische Liebe hat auch viel mit Risiko zu tun und total in Ordnung. Und dann mal gucken, was er macht. Und wenn er dann aber sagt, meine, ihr seid ja auch so offen, wenn er dann sagt, ja, grundsätzlich schon, aber ich möchte mir jetzt, wo ich 3 Monate in Julian Zietlow Ashram nach Thailand fahre, möchte ich mich jetzt nicht committen oder so, ist dann auch okay, ne? So. So, vielleicht wird er auch interessanter jetzt, weil er gerade weg ist. Aber ist ja egal, man muss das auch nicht mal alles immer zerdenken. Ne? Eine von Sorge von mir auch, dass wir schon zu sehr und zu lange in der Friendzone sind, auch wenn ich ihn neuerdings sehr innerlich nicht mehr nur dort verorte. Also grundsätzlich ist ja eine freundschaftliche Basis, ist ja für Langzeitbeziehungen eigentlich was sehr Gutes. Ne? Also könnt ihr auch mal mein neues Buch reingucken, Langlebe Liebe über Langzeitbeziehungen. Also sagt mal eigentlich, würde glaube ich jeder sagen, jeder Paartherapeut, das ist gut, wenn es nicht zu viel ist. Ne? Wie stark jetzt eure, also im Vergleich zur körperlichen Anziehung, wie stark jetzt eure Chemie ist, das kann man jetzt einfach nicht wissen. Ne? Das kann man nicht wissen, kann sein, dass ihr voll, das ist der Korken erstmal aus der Flasche, ihr hattet ja auch noch nie was zusammen, dass es voll abgeht, alles super ist, dass auch das super läuft. Kann man überhaupt nicht wissen. Muss man leider ausprobieren, ne? Also ich glaube nicht, dass man das jetzt vorhersehen kann, ne?
und dann halt ehrlich kommunizieren. Aber das könnt ihr. Aber warum nicht? Also ich finde das absolut machbar, ne? Was gibt es jetzt dann nach deiner Einschätzung nach für mich als Frau zu tun? Ja, also wie gesagt, in diesem Fall finde ich schon, dass du da mal deinen Hut in den Ring schmeißen kannst. Ich habe ja mal ein paar Möglichkeiten gesagt. Und weil da jetzt auf den Mann zu warten, das wäre, glaube ich, echt Quatsch, ne? Vielen lieben Dank für deine Zeit und Expertise. Sehr gerne. Und mach die folgenden Kurse. Datingkurs gibt es immer noch mit meinem neuen Buch und so einem Bundle. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.